Island. Eine Insel geformt aus Lava und Eis. Oh. Vieles hatte ich über diesen Ort gehört. Dass man seine Natur nie vergisst. Dass man der Magie begegnet. Und die Einsamkeit findet. Oh. Oh. Als ich dort ankam, wusste ich, dass mich hier mehr erwarten würde als nur schöne Landschaften. Ich sollte recht behalten. Oh, fuck. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Ich bin einfach hingeflogen ins Blaue und wurde relativ wenig am Anfang gesagt, außer dass es kalt wird. Ich soll mir eine warme Jacke einpacken. Wenn man mit dem Auto durch die Straßen da fährt und links und rechts rausschaut, sieht man die ganze Zeit überall weiße Weiden. Also es sieht aus wie die Wüste, aber halt in komplett weiß und schneebedeckt. Wir sind an einem Strand ausgestiegen, der komplett schwarz war. Also ich habe sowas noch nie im Leben gesehen. Mitten im Meer auf einmal riesengroße Felsen. Das sieht einfach so surreal aus. Erst wie in so einem Jurassic Park-Film. Also Vincent Weiss ist ein Popstar. Hat eine große Fan-Anhängerschaft und so. Aber vor allen Dingen hat der richtig Power. Ja, ist so. Ja, ist so. Das ist so ein Adrenalin-Typ, der will alles ausprobieren. Der hat irgendwie doppelt so viel Muskeln wie wir zwei. Bei dem ist es auch viel leichter, wenn der Sport macht, der kriegt er sofort Muskeln. Ja, absolut, genau. Wir werden einfach bloß fett, ne? Ja. Wir sind irgendwann im Süden in einem kleinen Dorf angekommen. Ja, dann stand ich dann und dachte mir einfach nur so, geil, dass ich fertig sein darf. Und bin auch relativ früh ins Bett gegangen. Ich wusste ja gar nicht, wann es am nächsten Tag losgeht und was überhaupt passiert. Are you Vincent Shays? You know nothing, Vincent Shays. Dude, it's 5 a.m. in the morning. Yeah, Yoko sent me. I'm here for a special tour. A Game of Thrones tour. Oh, ich dachte so, was zur Hölle ist hier eigentlich los jetzt? You know what the first stop in the tour is? No. Me, the real Jon Snow. Der Typ da, das ist Jon Snow, also Kit Harington. Also der, den man bekommt, wenn man das Geld hat, was ich zur Verfügung hatte. Auf Wish bestellt. All right. Adventure awaits us. Ist es so eigentlich, dass Game of Thrones in weiten Teilen auf Island gedreht wurde? Wusstest du nicht? Let us go towards our first attraction. This huge expanse here was the setting of the war. It was a huge set. You can't imagine it. It was right here? Yes. It's hard to imagine in the backyard of a hotel. Shh. Das war ja auch ein bisschen Quatsch, ne, dass da das ganze Game of Thrones Set um dieses Hotel rum gebaut wurde. Du wolltest das nur machen, damit du den da früh aus dem Bett holst und den da beschäftigst, damit er möglichst müde ist, wenn er dann irgendwann dann loslegen muss, oder? Ist ein sehr schlauer Mann, Klaas, einfach unglaublich. Just over there is the pub where everyone would meet after production. You can still smell the piss on a really still day. It's just all a piece of wonderful history. Do you feel it? Winter is coming. Game of Thrones. Ich dachte mir die ganze Zeit, Mann, ey, wann kommt es denn endlich auf den Punkt? Wann erfahre ich endlich, was ich machen soll? Wozu bin ich überhaupt hier in Island und höre mir den ganzen Quatsch an? And over here, this was the B-set for the famous castle of the Winterfell. The Stark family, Winterfell. Hast du das aufgehängt? Hast du das in Auftrag gegeben? Winterfell? This is a very important piece of Game of Thrones. Dafür ist Ned Stark nicht gestorben.
All right, and can I get now my quest, or do you tell me what I have to do? Oh, I think something might be coming now. Do you hear that? A raven. Ravens bring everything in Game of Thrones. All messages come through a raven. Off you go to your raven friends. Farewell. It must have something very important inside. I think you should read it, because it's addressed to you, and I don't speak German. Lieber Vincent, Vinti is writing. Ich hoffe, dir hat die Tour gefallen. Ach, und du spielst heute übrigens noch ein Konzert. Geh einfach zur Straße, dort holen dich meine Leute ab und bringen dich zur Konzertvenue. Zieh dich warm an, das ist ernst gemeint. Valar Morghulis, das ist Valyrisch und heißt so viel wie alle Menschen müssen sterben. Dein Joko. Und da wurde mir dann irgendwie klar, dass ab jetzt der nervige Teil losgeht. I wish you the best. What should I do with this? I don't know, you figure it out. Bye! Dann stand ich da an der Straße mit meinem Gitarrenkoffer und auf einmal kam um die Ecke so ein riesen Jeep und hat mich eingesammelt. Wir sind da wirklich ab von der Straße einfach mitten durch die Pampa gefahren. Ich kann mir einfach so schwer vorstellen, dass jetzt irgendwo so eine Konzertlocation hier irgendwo sein soll. Ich wusste nicht genau, wo es hingeht, aber ich wusste, dass es relativ ungemütlich wird, weil es war einfach weit und breit kein Mensch mehr zu sehen. Dann habe ich mitten im Nichts eine Person gesehen, die da gewartet hat. Steht schon jemand? Da dachte ich mir, okay, die wartet wahrscheinlich auf mich. Hello. Hey, man. Hi, I'm Vincent. Nice to meet you. Can I help you guide today? Nice to meet you. We're gonna... So where are we? We're in the middle of nowhere. Pretty much, yeah. They told me I'm going on a safe trip and just play a little concert. Yeah, they will be, it'll be safe. Okay. So is it getting ready on that? Yeah, yeah? Sure. Ja, dann hat er mir diese Spikes angezogen an die Schuhe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auf was nicht so safe ist vorbereitet werde. Why do I have to put on those? Underneath the snow, there's ice. Blue winter glacial ice. Dann hat er mir erzählt, dass wir uns schon mitten auf einem Gletscher befinden. You don't see it now with the snow covering it like as it is, but it will make sense when you start walking. Das war mir einfach nicht bewusst, weil man es ja gar nicht so mitbekommt, als wir da hingefahren sind. Und das war wirklich unglaublich. Ich war noch nie vorher auf dem Gletscher. Es war sehr, sehr mulmiges und beeindruckendes Gefühl, dass man einfach auf Eis steht. Can get going. Er hat mir auch gesagt, dass ich ihm wirklich ganz genau folgen muss. Weil links und rechts Gletscherspalten sind, riesengroße Löcher, wo man reinfallen kann. Wo soll hier eine Venue sein? Oder irgendwas zum Spielen? Wir sind dann gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und es wurde nach und nach immer verschneiter und immer weißer. Man hat sich umgeschaut, hat nur weiß gesehen. Hätte man einen da allein gelassen, hätte man nicht gewusst, wo vorne und hinten ist. Man komplett die Orientierung verloren hat. Als unser Ziel näher kam, konnte ich gar nicht so viel erkennen, was irgendwie in einem Konzert gleichen würde. Here we are. Sondern nur irgendwie ein riesengroßes Loch. Ich wusste noch nicht ganz genau, was ich damit anfangen soll. And I have something from Yoko. Lieber Vinny, es gibt einen Ort, an dem Game of Thrones nicht drehen konnte. Dieser Ort ist sehr besonders, denn es gibt ihn erst seit diesem Jahr. Eine Eishöhle unter dem Gletscher. Da ich ein Riesenfan von Unplugged-Konzerten bin, musst du in dieser Eishöhle deinen Song hier mit dir Unplugged performen. Wenn meine Berechnungen stimmen, gelangst du unten in ein Eistunnelsystem, an dessen Ende die Eishöhle liegt. Sie bietet genug Platz für das Konzert. Wenn du den Song dort gespielt hast, ist der Länderpunkt Island gewonnen. Frank Thonmann wird dich begleiten und deinen Weg dokumentieren. Ach du Scheiße.
Scheiße. Ich sollte in den Gletscher reinklettern und mich unten durch ein Eishöhlensystem kämpfen. So, it's about 30 meters, if it's the right one. Unser Guide hat uns dann so ein paar Fakten zu dem Gletscher erzählt. Wie die ganzen Höhlen unten entstehen und dass die durch Schmelzwasser geformt werden. Und vor allem aber auch, dass so Höhlen, die vor einer Woche da waren, die nächste Woche nicht mehr da sind. Weil sie sich so schnell verändern. Can I look? Can I just... Ah, no, don't go too close yet. Just yet. Not just yet. Und das war schon dann so der Moment, okay, du musst gleich in dieses Loch rein. Vincent, are you done for this? Are you ready? Und da fing es dann schon an, ein bisschen mulmig zu werden. Aber ich dachte, ach komm, scheiß drauf. I think I'll give it a try, yeah. Right? Yeah? Sure. Let's get ready? Let's get ready. Ich habe sogar eine Karte von ihm bekommen. Runter rechts. Dann ging es auch relativ schnell los. Mir wurde Klettergeschirr angezogen und dann sollten wir rein. Aber eine Sache hat noch gefehlt. Was ist das jetzt? It's your costume for the set. Oh, bitte. Danke, Joko, dafür. Ich sah natürlich aus wie ein Affe. Ja, das war cool. Now it's serious business, guys. The glacier is moving, so things can happen in there. When you get down, you just go right, do a song as quickly as you can. Sure. Okay? Are you ready? Sure. Are you terrified? Respectful. That's a good way of putting it. Ja, und der arme Frank musste als erstes in das Loch. Und das tat mir schon eigentlich ein bisschen leid, weil wir wussten beide nicht, was auf uns zukommt. Oh, fuck. Now just walk backwards. Frank hat sich dann in das Loch herabgelassen. Oh, fuck. You okay? Okay. Und dann ist Frank nach und nach immer tiefer in diese Höhle hinabgeklettert. Oh. Und auf einmal wurde es relativ still. Frank? Und hört nichts außer das Seil sich ein bisschen bewegen. Leck mich am Arsch. Ja, und dann war ich dran. So, just start by walking all the way to the edge. There you go. This is where it gets a little bit scary. Just lean back. There you go. Yeah, exactly like that. Boah. Leck mich am Arsch, ey. Da ging es 30 Meter in die Tiefe und sich einfach mit dem Rücken fallen zu lassen und einfach einem Seil zu vertrauen, das war schon sehr aufregend. Für was habe ich mich hier gemeldet, ey? Diese scheiß Kostümkacke! Als ich dann ein paar Schritte gemacht habe, habe ich irgendwann mit meinen Eispiken den Halt verloren und bin da abgerutscht. Oh. Alter Schwede. Und dachte dann so, wow, wäre dieses Seil jetzt nicht gewesen? Das ist echt krass. Oh. Als man unten war und sich das erste Mal umgeschaut hat, nach oben geschaut hat, war das schon sehr beängstigend, weil man einfach in einer engen Schlucht stand. Alter Schwede, ey. Das ist alles Eis, ne? Und Frank und ich waren ja auf uns alleine gestellt und wussten nur, unten rechts, da geht's zur Eishöhle, wo ich mein Konzert spielen sollte. Aber da kannst du doch nicht lang. Warte mal, da kannst du doch nicht lang. Oh, fuck. Überall waren Spitzen, überall waren Kanten. Man läuft einfach komplett ins Ungewisse. Mal sagen. Oh fuck. Alles klar? Ja, alles gut. Boah. Oh. Oh. Krass. Alter. Und so einen Ort wie diesen habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Okay, ist echt. Wir waren komplett umgeben von Eis, also wirklich 100 Meter dick im Eis.
wie so eine ungewohnte Welt, die total, ja, realitätsfern aussah, als wenn die gar nicht so für uns gemacht werden. Oh, oh Scheiße. Ich bin mit dem Bauch voraus runtergefallen und hab einen Bauchklatscher gemacht. Oh, Gott, ey. Oh. Ey, fuck. Hörst du das? Und auf einmal haben wir da unten was gehört. Und man stellt sich dann ja schon die Frage, Gott, was passiert hier gerade? Vorher haben wir erfahren, so ein Berg bewegt sich mal einen Meter am Tag. Wir standen in einer Eishöhle, die nicht mal einen Meter breit war. Wir dachten, Gott, wenn sich der Gletscher jetzt irgendwie einen Meter bewegt oder da irgendwas knackt oder knarzt, wir kommen da ja nicht weg, wir kommen da nicht raus, nicht keinen Ausweg. Also jedes Geräusch hat einem wirklich Angst gemacht. Man sollte allgemein in Extremsituationen nicht anfangen, den Gedanken Freiraum für Fantasie zu lassen. Okay. Ja, deswegen sind wir, glaube ich, einfach weiter. Oh, Scheiße. Oh. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie eng das unten ist. Okay. Oh. Und es wurde immer, immer enger. Man kann sich einfach mal drücken. Okay, ja, die schiebt sich. Boah, Scheiße. Ey, Wahnsinn. Okay, man bist kann du sich oben? Ja nirgendwo festhalten. Alles glatte Wand. Oh. Aber es hilft ja alles nichts da unten. Von daher haben wir uns gegenseitig geholfen und ja, uns da den Weg durch die Eishöhle gebahnt. Boah. Was war ein. Oh, fuck. Danke. Oh. Ja, wir sind dann immer weiter und weiter. Oh, fuck. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie weit müssen wir eigentlich noch gehen? Wir haben uns durch Lücken gequetscht, auf dem Bauch durch die Gegend gerobbt. Es wurde ja auch immer, immer enger und man hatte wirklich Probleme mit dieser riesen Gitarre und diesem blöden Kostüm, da durchzukommen. Das ist eine Scheiße. Wirklich, diese fucking Gitarre, ey. Oh, fuck. Aber ich hatte ja eine Aufgabe und ich wollte die unbedingt schaffen. Ich wollte diese Höhle finden und dieses Konzert spielen und diesen Länderpunkt holen. Ich kann nicht mehr. Oh. Oh. Fuck, was sind wir denn jetzt hier? Irgendwann kam so eine Art Eiskammer. Aber hier ist das erste Mal Platz. Als wir die Höhle gefunden haben, war das für uns schon irgendwie ein Erfolgserlebnis. Aber wir wollten total schnell dieses Konzert irgendwie rumbringen, weil es war irgendwie trotzdem ein beklemmendes, unwohles Gefühl, dieses Geräusch zu hören und jetzt ein Konzert spielen zu müssen. Dann bauen wir jetzt hier alles auf. Wir haben uns an die Arbeit gemacht und alle möglichen Dekorationen rausgeholt, die man für so ein Konzert braucht. Ey, es gibt Lichterketten, ich glaub's nicht. Vorsicht. Es war ja auch arschkalt, die Hände haben gefroren. Ein Knacksen, ein Knarren. Als wir fertig waren mit Dekorieren, ging's dann tatsächlich los. Gar keine Zeit vergangen. In dieser Sekunde fühlt sich's wie früher an. Oh, fuck. Scheiße. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war so die absurdeste Situation, die ich jemals bei einem Konzert hatte. Also in dieser kleinen Eishöhle einen Song zu spielen. Mitten in einem Gletscher. Weil's so verdammt leicht ist, wenn du dabei bist. Ich will nie woanders sein. Wir lassen uns treiben, lass uns zu weit gehen. Aber es war andererseits auch irgendwie total schön. War eine kleine romantische Stimmung zwischen Frank und mir. Oh, hier mit dir, das ist der beste Ort der Welt. Oh, hier mit dir, Frank, das ist die beste Zeit der Welt, Zeit der Welt.
Ich war dann durch mit dem Song. Geil, Aufgabe geschafft. Länderpunkt geholt. Scheiße, jetzt kommt der Rückweg. Boah. Ich habe mich wirklich mit letzter Kraft hochgezogen. Good job. Das war eine der anstrengendsten Sachen, die ich in meinem Leben bis jetzt gemacht habe. You okay? Wir waren einfach super froh, dass wir es geschafft haben. Sind uns in die Arme gefallen. Und ja, wir werden es niemals vergessen.